Hi, ich freue mich, dass ihr wieder auf dem Kanal seid, Deutsch lernen mit Jolka. Ich wollte eigentlich einen Livestream machen, aber irgendwie funktioniert das jetzt gerade nicht. Jetzt machen wir halt ein neues Video und ich versuche es ein anderes Mal. Heute möchte ich ein bisschen was anderes mal machen. Ich werde euch eine Geschichte vorlesen und dann im Anschluss ein paar Fragen stellen und ihr könnt sie dann beantworten selber und ich schreibe euch dann die Lösung auf. Die Geschichte ist eine Kindergeschichte von Erwin Moser. Bolo der Elefant heißt die Geschichte. Es ist ein Kinderbuch und ich finde es wichtig, dass man mit Kindern viel liest und vorliest. Ja, ich lese euch diese Kindergeschichte vor. Ja, ich habe sie einfach zufällig ausgewählt. Es ist ein nettes Buch und von der Sprache her nicht so schwierig. Und ja, dann werdet ihr das wieder verstehen. Hier zeige ich euch ein paar Bilder. Es ist auch ganz nett gezeichnet. Okay, dann starte ich mal. Es war einmal ein kleiner Elefant namens Bolo. Der wurde in Afrika gefangen und in einen Zoo gebracht. Im Zoo bekam Bolo zwar alles, was er zum Leben brauchte, aber er mochte es nicht, hinter Gittern zu sein und fühlte sich sehr einsam. Eines Abends vergaß der Tierpfleger, die Tür zu Bolos Gehege abzuschließen. Bolo wartete, bis es still im Zoo war. Dann schob er mit dem Rüssel die Gittertür auf und verließ, so leise er konnte, sein Gefängnis. Es hatte zu regnen begonnen. Niemand war zu sehen. Bolo konnte sich unbemerkt aus dem Zoo schleichen. Zwei Stunden lang irrte der kleine Elefant durch die Straßen der Stadt. Weil es regnete, waren nur wenige Leute unterwegs. Und Bolo gelang es, auch ungesehen die Stadt zu verlassen. Ohne Ziel wanderte Bolo übers Land. Seit Stunden fiel unaufhörlich der kalte Regen nieder. Bolo hatte zwar eine dicke Haut, aber so viel Nässe war er nicht gewohnt. Er fröstelte und er war sehr müde. Da entdeckte er eine Scheune und beschloss, die Nacht darin zu verbringen. Hier seht ihr das Bild. Das ist die Scheune. Hier ist ein Zaun. Und hier ist der Elefant Bolo. In der Scheune war es dunkel und trocken. Bolo legte sich ins Stroh und schlief sofort ein. Als er am Morgen aufwachte, fühlte er sich schlapp und fiebrig. So fanden ihn Albert und Iris, die beiden Mäuse, denen die Scheune gehörte. Hier seht ihr nochmal die Mäuse, die Scheune, hier das Stroh. Und hier der Elefant Bolo. Als Albert und Iris merkten, dass der kleine Elefant krank war, brachten sie ihn rasch in ihr Bauernhaus und legten ihn ins Bett. Albert versuchte Bolos Fieber mit kalten Umschlägen zu senken. Und Iris kochte Kräutertee. Nach einigen Tagen war Bolo wieder gesund. Die Mäuse erklärten Bolo, dass er bei ihnen bleiben könne, solange er möchte. Als der Winter kam, strickte ihm Iris eine warme, gelbe Wollmütze und eine Leibdecke. Sie machten eine Schneeballschlacht und hatten es auch sonst recht lustig miteinander. Eines Tages hatte Albert eine gute Idee. Er ging zur Höhlenwohnung von Olga und Otto Braunbär und bat die zwei Bären, ihm ihre Schlittschuhe zu leihen. Otto Bär gab sie ihm. Der Bär sah Albert erstaunt nach. Vor Verwunderung hatte er ganz zu fragen vergessen, wozu Albert die großen Schlittschuhe brauchte. In der Nähe vom Häusemaus lag ein kleiner See, der nun zugefroren war. Albert und Iris führten Bolo dorthin und zogen ihm die Bärenschlittschuhe an. Muck, der freche Kater, beobachtete sie dabei und lachte sie aus. Aber die Mäuse beachteten ihn nicht. Hier seht ihr den Kater Muck
dann den Elefanten Bolo und die zwei Mäuse, Iris und Albert. Als Bolo die ersten Schritte mit den Schlittschuhen machte, waren die Mäuse erstaunt, wie sicher er sich auf dem Eis bewegte. Auch Kater Muck war überrascht. Erschrocken lief er davon, weil er glaubte, dass Bolo ihn nun verfolgen würde. So kam es, dass Kater Muck unvorsichtig wurde und in einen Teil des Sees lief, wo das Eis zu dünn war. Mit einem lauten Miauschrei brach er ein und versank bis zum Hals in eiskaltem Wasser. Zum Glück hatten die Mäuse und Bolo alles gesehen. Schnell eilten sie herbei. Vom festen Ufer aus streckte Bolo dem Kater seinen langen Rüssel entgegen. Muck bekam ihn zu fassen und Bolo zog ihn heraus. Innerhalb kürzester Zeit war das Fell des armen Katers gefroren. Bolo nahm ihn auf seinen Rüssel und lief, so schnell er mit seinen Schlittschuhen laufen konnte, zum Haus der Mäuse. Im Mäusehaus war es mohlig warm, denn Albert und Iris besaßen einen großen Kachelofen. Sie trockneten Kater Muck ab und hängten ihm eine Decke um. Dann tranken sie Tee miteinander und schlossen ewige Freundschaft. So. Das Buch eben ist von Erich Moser. Er wurde in Wien geboren und wuchs am Neusiedlersee auf. Und er hat sehr viele Kinder- und Bilderbücher veröffentlicht und wurde sogar öfters ausgezeichnet, steht hier drinnen. Ja, mir gefällt die Geschichte sehr gut. Ich hoffe euch auch. Ich werde dann den Titel nochmal ins Video posten. Und ja, so, dann muss ich euch noch ein paar Fragen stellen, die ihr dann beantworten werdet. So, wie hießen denn die Mäuse, die zwei Mäuse, die Bolo geholfen haben? Und woher kommt denn der Bolo, der Elefant Bolo? Und wo hat sich Bolo niedergelegt, als er zuerst herumgeirrt ist? Wo hat er so seine Nacht verbracht? Die nächste Frage. Dann, die Mäuse haben ihm ja dann geholfen und haben ihn in ihr Haus gebracht. Und was haben sie dann gemacht mit ihm? Wo haben die Mäuse denn die großen Schlittschuhe für den Elefant ausgeliehen? Also bei wem haben sie die Schlittschuhe ausgeliehen für den Elefant? Das ist die nächste Frage. Wie heißt der Kater? Und wer ist denn im eiskalten Wasser gelandet? Also bei wem ist das Eis eingebrochen und wer hat dann geholfen? Ja, gut. Das war ein neues Video von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn euch das gefallen hat, postet es unter dem Video. Ihr könnt mich immer jederzeit etwas fragen, neue Themen für Videos vorschlagen. Ich freue mich auf jedes Like, auf jedes Kommentar und natürlich auf, über jedes Abo. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald. Ciao.